Herzlich willkommen beim Adventskalender 2013. Heute ist der 14. Dezember. Wir nähern uns also mit großen Schritten Heiligabend. Heute wollen wir uns mit dem vegetativen Nervensystem, sprich mit dem autonomen Nervensystem, beschäftigen. Und dazu ist zu sagen, dass dieser Teil des Nervensystems aus Zentren in Gehirn und Rückenmark besteht, sowie peripheren Nervenfasern, die dann zu den inneren Organen ziehen. Das vegetative oder autonome Nervensystem unterliegt nicht dem Willen, ist also unabhängig von willentlicher Beeinflussung, deshalb also autonom. Was wir hier auf dem Bild sehen, ist das Zwischenhirn. In dem Bereich befindet sich der Hypothalamus und auch der Thalamus. Und das Zwischenhirn ist verantwortlich für die hormonelle Regulierung des Körpers, aber auch für wichtige autonome Prozesse. Und außerdem ist es natürlich eine Umschaltstelle für Reize aus der Umwelt, die von der Großhirnrinde in das Bewusstsein gerufen werden. Und da spricht man also vom Zwischenhirn als dem Tor zum Bewusstsein, Verbindung also auch zum limbischen System, wo also die ganze Emotionalität beherbergt ist. Und das alles beeinflusst einander. Man kann das System in zwei Einheiten unterteilen. Einerseits den Sympathikus und andererseits den Parasympathikus. Beim Parasympathikus ist es so, dass aus dem Gehirn in Form zum Beispiel des Nervus vagus, des 10. Hirnnervs, Nervenfasern entspringen und dass es dann außerdem noch Abschnitte gibt, die aus dem Kreuzbein entspringen, also in diesem Bereich. Das sympathische System dagegen entspringt aus dem Brust- und teilweise Lendenbereich. Außerdem gibt es auch noch drei größere Ganglien im Bauchraum, die letztendlich aus dem Brust- und Lendenbereich entspringenden Nervenfasern des Sympathikus vereinigen sich in dem sogenannten Grenzstrang, der dicht neben dem Rückenmark liegt. Fast alle inneren Organe werden von beiden Systemen beeinflusst, und zwar gegensinnig. Zum Beispiel beim Herzen erhöht das sympathische System die Schlagfrequenz. Das parasympathische System vermindert die Schlagfrequenz. Es gibt eine grobe Faustregel, die besagt, oberhalb des Zwerchfells steigert das sympathische System und hemmt das parasympathische und unterhalb des Zwerchfells ist es umgekehrt. Also unterhalb des Zwerchfells steigert das parasympathische System und das sympathische System hemmt. Und da wir ja unterhalb des Zwerchfells vor allem Bauchorgane haben und diese wiederum für Verdauung und Regeneration zuständig sind, kann man sich das natürlich auch sehr schön erklären. Wir wollen uns jetzt die Wirkung genau anschauen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass diese Unterteilung des autonomen Nervensystems in Sympathikus und Parasympathikus natürlich auch einen Sinn und Zweck hat, beziehungsweise diese beiden Systeme auch jeweils für ganz verschiedene Zustände des Organismus und des Individuums zuständig sind. So ist es zum Beispiel so, dass der Sympathikus als Flucht- und Angriffnerv bezeichnet werden kann oder Flucht- und Angriffssystem bezeichnet werden kann. Also kommt es dabei zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und einer erhöhten Bereitschaft, irgendwie aktiv zu werden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schwer körperlich arbeiten würde, dann wäre der Sympathikotonus auf jeden Fall überwiegend. Aber auch natürlich bei allen Zuständen, wo er einfach zum Beispiel in Panik gerät. Der Parasympathikus dagegen herrscht vor, wenn sich das Individuum in einem Zustand von Entspannung, Gelassenheit, Verdauung und Regeneration befindet. Und daraus ergeben sich dann auch jeweils die Wirkungen an den verschiedenen Organen, die wir einmal hier kurz durchgehen wollen. Am Auge ist es so, dass der Sympathikus die Pupillen erweitert. Es kommt zur sogenannten Mydriasis. Ganz einfach, weil man mehr sehen muss, wenn man ganz einfach flüchten oder angreifen will, wenn man aufmerksamer sein will, dann müssen die Pupillen weiter sein, damit mehr Licht auf die Netzhaut trifft.
Und der Parasympathikus verengt die Pupillen. Denn je mehr Licht auf meine Netzhaut dringt, desto mehr werde ich dadurch erregt, werde ich gereizt und ich will mich ja jetzt entspannen. Bei den Speicheldrüsen ist es natürlich klar, der Parasympathikus will verdauen. Also werden die Speicheldrüsen unter Parasympathikus-Einfluss verstärkt Speichel bilden. Während bei Sympathikus-Einfluss, da kriegt man den trockenen Mund. Denn jetzt soll nicht verdaut werden, wir wollen alle Kraft für den Angriff oder die Flucht haben. Am Herzen, haben wir eben schon gesagt, würde also zum Beispiel die Schlagzahl und die Auswurfkraft über den Sympathikus gesteigert werden. Im Parasympathikus wäre das Gegenteil der Fall. Ich will mich jetzt ausruhen, also soll mein Herz nicht so schnell schlagen. Bei der Lunge wieder ganz ähnlich. Die Bronchien sind im Parasympathikus-Zustand verengt. Es soll nicht zu viel Luft in den Organismus hineinkommen. Ich brauche die Luft, die ich eben halt gerade brauche, um ganz ruhig und entspannt zu atmen, aber nicht mehr. Und insofern also wird auch hier sozusagen ein Hypotonus erzeugt. Ganz anders beim Sympathikus. Jetzt brauche ich viel Luft. Die Bronchien sind stark erweitert. Ich brauche viel Sauerstoff. Ich muss arbeiten. Ich muss flüchten. Ich brauche also viel Luft. Kommen wir zum nächsten Organ, der Leber. Bei der Leber ist es so, dass unter einem Sympathikus-Einfluss und da spielt dann wiederum das Adrenalin, das dann aus dem Nebennierenmark stammt, eine Rolle. Es gibt ja einerseits das Noradrenalin, das sich also vor allen Dingen über die Nervenfasern bemerkbar macht, vor allen Dingen eben am zweiten, also postganglionär. Dort wird also dann das Noradrenalin tätig. Aber wenn über das Blut Adrenalin verteilt wird, dann wird es zum Beispiel dazu kommen, dass in der Leber die Zuckerspeicher abgebaut werden. Das Glykogen wird also abgebaut, während der Parasympathikus dafür sorgt, dass Zuckerspeicher aufgebaut werden, denn wir brauchen ja was für die Zukunft. Der Darm bewegt sich viel kräftiger unter Parasympathikus-Einfluss. Es soll ja bewegt werden, was da drin verdaut werden soll. Es soll umspült werden, es soll verdaut werden und deshalb also Peristaltik erhöht. Unter Sympathikus-Einfluss? Nein. Peristaltik gestoppt, wir brauchen die Kraft in der Muskulatur. Ja, und wenn wir jetzt weiterschauen, zum Beispiel eben an die Blase, uns die Blase betrachten, bei der Blase ist es so, dass sie natürlich nicht entleert werden soll, wenn ich flüchte, weglaufe, angreifen will. Und genauso auch der Anus ist verschlossen unter Sympathikus-Einfluss. Aber will ich entleeren, will ich also meinem Verdauungstrakt, meinem Harntrakt Erleichterung verschaffen, dann öffnen sich die Schließmuskel der Blase und eben auch des Anus. Also kann Entleerung stattfinden, denn Entleerung gehört dann natürlich genauso zum Verdauungsakt wie auch die Nahrungsaufnahme. Ja, das war es erst einmal für heute und ich freue mich auf heute Abend, wenn wir dann noch so einige weitere Themen dazu besprechen. Tschüss, bis nachher.